Hallo zusammen. Sony A7 III, meine Meinung, das ist sie nicht. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, das ist nur meine Meinung, so wie es auf dem Video dran steht. Ich werde im Moment sehr, sehr viel gefragt nach meiner Meinung dazu, also sage ich die. Ich habe die R3 schon seit 2 Monaten, die ist aktuell zur Reparatur, da ist ein Wackelkontakt bei dem Kopfhörereingang. Deswegen kann ich sie jetzt nicht in die Kamera zeigen und deswegen filme ich jetzt mit der GH5. Ich habe die letzten 2 Monate sehr viel, tausende Bilder mit der R3 gemacht und auch sehr, sehr viel gefilmt. Ich habe sie mir ja deswegen gekauft, weil ich damit filmen und fotografieren kann in sehr guter Qualität. Ich habe ein Vergleichsvideo gemacht zum Film zwischen der A7 R3 und der GH5, die mich jetzt filmt. Wenn dich das interessiert, dafür gibt es ein eigenes Video. So, die A7 III wird Straßenpreis muss man ein bisschen abwarten, aber wird er wahrscheinlich unter 2000 Euro sich einpendeln, der Straßenpreis ohne Objektiv. Und das ist unglaublich, wie viel Kamera man dafür kriegt. Man kann immer argumentieren und sagen, ich kann mit der alten die gleichen Bilder machen. Ja, natürlich, dem Foto sieht man ja nachher nicht an, mit welcher Kamera das gemacht ist. Aber die neue ist schon deutlich, deutlich leistungsfähiger und dasselbe Foto zu machen ist einfach einfacher, wenn ich bessere Kamera habe. Das ist natürlich so. Da wäre vor allem der Autofokus zu nennen. Bei der A7 II ist der Autofokus ein ganz bisschen eine Krücke und bei der neuen hat man halt einen Mega-Autofokus. Also die neuen Kameras ist ja, ne, egal ob es eine D850 ist oder Sony oder das ist jetzt die D7500 oder so, Autofokus ist mega gut geworden. So gut, dass er, egal ob ich viel oder wenig Licht habe, in den allermeisten Fällen einfach keine Rolle mehr spielt, weil man kann sich darauf verlassen, der sitzt immer, der ist schnell, zuverlässig und so weiter. Das ist halt schon, es macht einfach mehr Spaß. Natürlich macht es mehr Spaß, mit der Kamera zu arbeiten, wo der Autofokus immer trifft. Gar keine Frage. Außerdem bei der Zweier ist halt dieses Pufferproblem. Das heißt, ich mache ein paar Bilder, dann wird der Puffer geschrieben, die Kamera blockiert, ich kann nichts machen. Das ist bei den neuen Sonys immer noch so, aber sehr viel weniger so. Sie haben einen sehr großen Puffer, das ist gut. Das heißt, ich kann eine sehr große Bildfolge machen und die muss halt dann irgendwie auf die Karte gespeichert werden. Und die Karte ist natürlich langsamer als der Speicher in der Kamera. Und das war früher so, dass dieser Schreibpuffer da halt irgendwie eine sehr niedrige Schreibrate hatte. Die ist deutlich besser geworden, wenn man eine schnelle Karte hat, sodass man damit arbeiten kann. Außerdem hat die neue Kamera 2 Kartenslots. Das nutze ich nicht. Habe ich bei der R3 ja auch, nutze ich nicht. Aber viele schwören ja darauf und für die ist das wichtig. Von so her, wenn das für dich wichtig ist, dann ist es ein Thema. Dann hast du es. Ich war ja die letzten Wochen sehr vehement bei der R3 und habe mich immer geärgert. Ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt und die A7 III kann quasi fast das Gleiche und sie kostet halt grob ein Drittel weniger. Das heißt, ich kriege quasi das Gleiche für ein Drittel weniger Geld. Wenn du nicht die Besonderheiten der R3 brauchst, dann kriegst du sehr viel mehr für dein Geld natürlich. Und das wäre vor allem Pixel. Brauchst du die Pixel oder nicht? Ich nutze sie tatsächlich, weil ich sehr hochwertig drucke für mein Magazin. Und das Problem bei dem Druck im Magazin ist halt, ich kann nicht so hoch drucken, wie ich gerne möchte. Nicht so hochwertig. Und man hält das halt sehr nahe. Wenn du ein Plakat druckst, da steht man weit von weg. Das heißt, da braucht man gar nicht so viel Pixel wie bei dem Magazin. Sorry. Von so her, die Pixel, ob man die braucht, sei mal ein bisschen dahingestellt. Ich nutze sie tatsächlich auch, um super flexibel zu sein, weil ich kann quasi reinkroppen und habe immer noch 24 Megapixel, obwohl ich relativ viel weggeschnitten habe. Braucht man das, kann man nicht ein Objektiv mehr mitnehmen, ja, sei mal dahingestellt. Also die Pixel ist das eine und das andere ist der Anti-Aliasing-Filter. Braucht man den nicht, sieht man da überhaupt einen Unterschied oder nicht? Da gibt es ja auch sehr, sehr emotionale Diskussionen zu. Ich habe jetzt sehr viel gearbeitet schon mit der neuen Sony und ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie auffällt, dass sie auffällig schärfer werden, die Bilder. Das wäre mir nicht aufgefallen gegenüber anderen Kameras. Es fällt in der Praxis einfach nicht auf, wenn man nicht danach sucht. Ich mache jetzt aber auch keine Produktfotografie zum Beispiel und mir sind Stimmungen wichtiger als Bildschärfe und so weiter. Also kann man drüber einigen wir uns drauf, kann man drüber philosophieren. Das nächste Thema ist, das soll man nicht unterschätzen. Sony und Adobe, die mögen sich ja irgendwie nicht so. Die Integration der Sonys in Lightroom ist da, aber halt nicht so richtig ideal. Ich habe zum Beispiel bei der A7 R3 mehrfach Bilder gepostet auf Facebook und so weiter, haben wir das intensiv diskutiert, dass ich Farbsäume habe, die komisch waren und so weiter. Und dann habe ich die RAW-Datei zur Verfügung gestellt und dann haben das andere ausprobiert in verschiedenen Programmen.
Und da war das nicht so, sondern das ist auch eine Frage der RAW-Bearbeitung. Die ist für die Sony-Dateien bei Adobe nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das da intern geregelt ist. Wahrscheinlich müssen sie die Lizenzen zahlen oder keine Ahnung. Ja. Das ist in der Praxis ein Riesenthema, weil ich habe jetzt diese Dateien sehr viel Geld für die Kamera bezahlt und ich weiß, ich hole nicht das Maximum raus. Und das ärgert mich. Selbst wenn die Bilder dadurch nicht ein Like mehr kriegen würden und niemand außer mir das sieht. Aber ich weiß, ich habe 15 Stops Dynamikumfang und ich habe eigentlich hohe Farbwiedergabe und so weiter. Und ich kriege es da nicht richtig rausgekitzelt. Oder ich denke, ich kriege es nicht rausgekitzelt. Dieser Zweifel, der da bleibt. Also wenn du voll auf Sony wechseln möchtest und das bislang nicht hast, dann überleg dir auch gleich, ob du bereit bist zu wechseln auf ein anderes Bildbearbeitungsprogramm. Welches denn auch immer. Muss man nicht, es funktioniert. Aber einfach, dass ich das sehr deutlich gesagt habe, das ist eventuell ein Thema. Und ja, das ärgert mich. Das ist das, was mich im Moment eigentlich am allermeisten ärgert. Oder wo ich mit hapere, ob ich nicht auf Capture One wechseln soll oder dazu nehmen soll. Wechseln kann ich nicht, aber dazu nehmen oder. Ja, das ist halt das. So, also, ich will auch gar nicht so riesig lange darüber reden, weil ich die Kamera nicht in der Hand hatte und ich nicht bereit bin und nicht daran interessiert bin, die Spezifikation vorzulesen. Frage ist ja, kaufe ich sie mir oder kaufe ich sie nicht? Nein, ich kaufe sie mir im Moment nicht, wenn die A7R3 demnächst aus der Reparatur zurückkommt. Ja, bleibt abzuwarten. Irgendwann kaufe ich sie bestimmt. Aber ich warte auch gerne, bis sie 20-30% an Wert verloren hat, ganz ehrlich. Ich kaufe die nicht so gerne gleich als allererster. Und dann natürlich, wie immer, das Problem Objektive. Da vielleicht auch drüber nachdenken, wenn du wechseln möchtest. Sigma hat gerade angekündigt, dass diverse Objektive adaptiert werden. Adaptiert werden, diese sind nicht neue Objektive. Und das ist ein Problem. Weil die Objektive sind für Vollformat gedacht, die sind sehr groß und schwer. Und da kommt quasi nur ein Adapter dran, das heißt, sie sind noch größer. Und sie liegen dann einfach nicht mehr gut in der Hand. Die Kameras sind ja relativ klein und haben auch nicht so einen riesen Griff. Und dann das große, schwere Objektiv dran, egal wie gut das ist eigentlich, liegt dann einfach nicht gut in der Hand. Das würde ich mal in Ruhe überlegen. Generell, meine Empfehlung ist ja immer, kauf dir nicht eine Kamera, ohne vorher mal einen Warenkorb zusammengestellt haben mit den Objektiven, die du gerne hättest. Für Sony wären das bei mir das 1640 F4, das nutze ich sehr viel. Ist eigentlich nicht für die R3 ideal, aber ich nutze das sehr viel. Dann das 55 mm, mein Standard-Sony-Objektiv. Das 28 mm ist nicht sonderlich scharf, hat eine starke Vignette, aber das 28 mm 2.0 ist halt ein geiler Look, den mag ich sehr gerne. Auch zum Filmen, vor allem zum Filmen nutze ich das sehr viel. Und dann halt irgendwie ein 85er oder 70-200er oder sowas, wenn das ein Thema für dich ist. Früher oder später wirst du 70-200er wahrscheinlich haben wollen. Also leg's mal in den Warenkorb rein. Eventuell eine Option, das 2405. Ich habe nicht damit gearbeitet, aber nur Gutes gelesen. Eine Kollegin von mir hat das. Ich habe sie noch nicht getroffen, aber sobald ich das mal in die Hand kriege, werde ich das natürlich intensiv anschauen, weil ich es gerne hätte und es mir im Moment zu teuer ist, um es zu kaufen, wenn ich nicht meine Kamera dafür habe. Aber es liegt im Warenkorb bei mir. Das kommt irgendwann. Und dann hast du halt insgesamt einen Warenkorb, der ist so teuer wie ein Auto. Und da muss man halt überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Und, aber das ist ja bei allen Systemen so ein bisschen so. Einfach, ich betone das nochmal, die Sigma-Objektive nutze ich extrem gerne, weil die super gut sind. Oder auch Tamron natürlich. Preis-Leistung halt viel besser als das Original. Die Riesenobjektive, ja. Das ist zum Beispiel besser bei der 6000er-Serie von Sony. Da hat, ich habe zum Beispiel das Sigma 24 mm, also 16 mm, umgerechnet 24. Mega gutes Objektiv. Wenn man diesen Look braucht, mega gut. Das 30 mm 1,4 habe ich nicht, aber alle schwärmen davon. Und sowas gibt es halt jetzt für die Vollformat wieder nicht. Also zu Ende denken das Ganze. So, ich fasse nochmal zusammen. Das war so meine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, es wird ein mega Bestseller. Also jeder, der irgendwie mit Vollformat so ein bisschen so, also alle, die eine 6000er-Serie haben und überlegen, Vollformat, die überlegen doch jetzt alle, ob sie das Geld locker machen können. Denkt an die Objektive. Das heißt, es werden unheimlich viele kaufen. Und von so her ist dann irgendwann, und das reden wir wieder von in 2, 3 Jahren, natürlich der Anreiz für Sigma, Tamron und so weiter, da billigere Objektive dafür auch zu machen und so weiter. Also das Ökosystem rund um die A7 wird sich massiv verbessern, im Sinne von viel mehr Auswahl und so weiter. Da wird unheimlich viel gehen. Es wird unheimlich Druck machen, hoffentlich endlich auf Canon und Nikon, sodass man gespannt sein kann, was da kommt. Das war so meine Meinung. In diesem Sinne, wenn du sie hast, viel Spaß damit. Wenn du sie dir bestellst, meine ich. Und so oder so, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.